glaube ich. So, bist qualifizierend sind Softies ausgewählt. Eieiei, das kann ja was werden. Der Hoshi hat mal wieder absolute kranke Hoshi-Zeiten. Was hält er denn für Zeiten? Er hat schon mal eine 33er, 33,5 in den Asphalt gebügelt. Süß, I guess. Ich bin bei 33,4 und bin damit. Wo ungefähr? Letzter. Ziemlich weit hinten. Tatsächlich. Ja. Also ich sehe hier 32, 32, 33, 5 dann schon. Hm. Du wolltest ja unbedingt in die Pro. Scheiß wollte ich. Noch 5 Minuten. Hm, ich hoffe, meine Magenprobleme halten sich jetzt ein bisschen im Grenzen. Das ist ja cool. Bist nicht so wie Ted Mosby speifrei seit 9.3? Hm? Bist nicht so wie Ted Mosby speifrei? Ich weiß nicht, was du meinst. Na, egal. Du bist zu alt. Du bist zu jung. Kann sein. Oh Gott, Hoshi fährt wohl die auf Mediums. Es wird ja in der Trainingslobby nur gequalified immer, ne? Ja. Gut, dann spring ich nur aufs Klo.
So, gleich geht's los. Mit ganz großen Schritten fahre ich hinterher, denn so soll es sein. So, wir ziehen los mit ganz großen Schritten. Ja, und ja, mal gucken. Mal gucken, ob wir hier ein bisschen nicht ganz hinterher fahren können. Müssen wir wenigstens mal ein bisschen hier Spaß haben mit Flaggen. Der ist hinter mir. Naja, gut. Geht's. So, dann wollen wir mal auf Angriff gehen. Hey. Puh, gut, ich bin nur eine Runde zu spät oder zwei. Ne, zwei. Nicht schlimm. Du hast ja eh 50 Minuten. Was? Du hast eh 15 Minuten Qualifying. Ach, sind 15? Ja, ne, zwei.
Let's go direkt 33 Zoll gefahren. Ja, nächste war der Madrid-Letzte irgendwo, ne? Hat keine Runde zusammen. Ja, so ist es halt manchmal, ne? Nächste Runde verkackt. Mann. Es läuft nicht. Man wurde gerade angesetzt, Medium-Reifen drauf hatte. Das würde einiges erklären. Mediums hast du drauf, oder was? Laut Boxenstopp wurde bei mir, glaube ich, gerade einen großen M angezeigt. Bin mir aber jetzt nicht sicher. Wie viel auf PS bist du dann? Na, 1,5 Sekunden. Würde das hinkommen. Sieht ziemlich so aus, ja. Ich bin circa 1,2 Sekunden, also mit Mediums. Na, ich sehe es ja gleich. Zum Glück war ich in der Box. Ich hatte eigentlich aber auf Mediums, auf Software gewechselt gehabt. Ich war ein paar Runden draußen auf Medium, aber kann sein, dass ich es halt vor dem grünen Haken, mit dem grünen Haken bestätigt habe. Und dann übernimmt der generell dann die Mediums. Genau. Na, ich sehe es ja jetzt so. Genau. Hoshi, Alter, 32,5, ey. Wait, let's go. Ja, das obere ist 4-1 Niveau. Shit.
Hoffentlich repariert sich der Schaden. Was? Hoffentlich repariert sich jetzt der Schaden. Weiß ich nicht. Sieht nicht so aus. Nicht so sein. Nee, sieht doch nicht so aus. Dann spring ich schnell in die Box. Mechanischer Schaden ist schwer. In die Box springen ist verboten. Ja, jetzt ist es spät. Dann bleib in der Box. Nö, ich bin da schon wieder raus. Ist das echt verboten? Ja, definitiv 100.000%. Ja, gut. Das sollte das jeder so machen. Ja, gut, dann ist das halt jetzt so. Ich bin der Meinung, im Rennen ja, im Qualifying. Wie willst du denn im Rennen an die Box springen? Ja, mal gucken. Ach, Kevin. Ja, was soll ich machen? Ich hätte sonst keine Runde mehr schaffen können. Dann keine Runde mehr fahren. Wie sieht denn deine Zeit aktuell aus? Keine Ahnung. Ich habe noch, also so mein Lobbyzeit noch 13 Minuten. Wir sind bei 13 Minuten 13. Nein, was du aktuell als Bestzeit hast. Ich? Irgendwas 35 irgendwas. Ich hab einfach nur und ich habe wieder Medium-Reifen drauf. Kann schon wieder knicken. Dann spring in die Box und bleib dort, damit das so ist praktisch hier eingesehen und nicht gefahren dann. Ach komm. Warum sind denn diese scheiß Mediums drauf? Ich versteh's nicht. Ja. Die Frage ist dann, ob ich dann mit Medium Rennstart mache. Wie lange halten denn deine Reifen nach der Strecke? Na, ich weiß, dass nach 9 Runden, 10 Runden war ungefähr der Sprit alle. Da waren die Soften noch gut. Noch gut oder über der Hälfte? Naja, ich würde sagen, ich würde eher Tendenz noch gut sagen. Knapp über der Hälfte. Ja, dann fahr auch Medium Soft Soft, so wie ich es dir geschrieben hatte. Ja, macht jetzt auch am meisten Sinn, bin ich der Meinung. What the fuck soll das jetzt werden? Ich hab übel in Kurve 1 rangerannt. Verkackt. Naja, egal.
Start 2022, ne? Noch 5 Minuten. Nee, Start schon 2020. So, da bin ich wieder. Na, auch wieder da. Ja, so 20 Sekunden vom Countdown war ich da. B-Boy startet schon? Aha. Na, bei uns dauert noch. Ja. Gut. Wir sind immer ein bisschen langsamer als ihr. Tja. Fräulein. So, ich bleib trotzdem auf Mediums. Und wieder zwei Plätze verloren. Das ist ja so schlimm, dass die Leute da teilweise hoch den Berg lupfen. Und dass der Typ mir keinen Platz lässt. Hallo. Wie Berg hoch lupfen in diesen 3er ist es? Ja, ja. Mit Medium musst du das tatsächlich. Nee, muss man nicht. Also mit Medium muss ich mit AMG geht das genauso. Ich muss es definitiv nicht. Okay. Ja, Digga, stech halt überall rein. Also. Dann muss ich mir anschauen, ob ich das reporte. So. So, bei uns geht jetzt auch los. Theoretisch sollte ich jetzt als Siebter starten? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Bei uns war jetzt
Hoffentlich Ghosting an, weil bei mir war der komplett auf der Strecke und komplett geghostet. Ja, wenn du durchfährst und Unfall verursachst, ist es trotzdem. Hey, ich starte auch was öfter. Ich denke, so ziemlich viele Leute werden es nicht. Was passiert hier? Doch so gut. Ich dachte, mein Job war so interessant. Aber ich habe jetzt gut verkackt. Die Definition von dem Wort I don't give a shit, aber er macht's gut. Trainierte, könnte das hier echt Spaß machen, wäre nicht so fucking stressig. Ja, ich finde, die Strecke generell macht irgendwie Spaß.
Okay, also ein Dirt hier muss man mit Mediums definitiv lupfen. Ich muss gerade mit Soft schon fast lupfen. Ja, ist richtig top jetzt. Ey, egal was die machen, das ist so geil für mich, weil ich mit Mediums fahre. Die fighten die ganze Zeit, deswegen kann ich halt dranbleiben, Sprit sparen. Ja, würde ich auch gerne machen, aber als erstes haben die hier die Probleme nicht. Ich bin auf dem 6. gerade und oder auf dem 5. auf, das geht ganz gut. Aber es liegt daran, dass die alle auf Mediums fahren und ne? Ja. Ich kann nicht Medium Soft Soft fahren, weil geht bei mir nicht. Reifen halten nicht. Bin jetzt in Runde 6 und mein Reifen schon zur Hälfte weg. Ah, shit. Und war so gut bis dahin. Jetzt kostet das wieder so viel.
Nein! Shit. Bin jetzt in der achten Runde, hab mich weggedreht, Schaden. Noch in die Box. Geht's noch auf mit Medium, Soft Soft? 16 Runden müssen sie halten. Das kriegst du doch hin. Aber meine sind so gut wie im Arsch und fahren sich eigentlich noch ganz gut. War so im Duell, dass ich zu viel wollte. Mediums sind halt nicht unbedingt Reifen, auf denen man kämpfen müsste. Du, das Duell lief ganz gut, weil die hatten halt Softstoff, die haben jetzt schon abgenommen in meinen Augen. Die waren halt langsamer unterwegs als ich. Da war ich halt vorbei. Ach, Ruby. Oh, das habe ich wohl gedankt. Naja, egal. Das passiert hier gerne mal aus Versehen. Passt eine Sekunde nicht auf und schon ist das Auto voll. Kann ja in der GTC nicht passieren, da kannst du eine Minute nie aufpassen, das Auto ist immer noch nicht voll. Ja, ganz so extrem ist es nicht, aber ja. Kannst du noch 10 Sekunden nicht hingucken und dann bist du schon bei der Hälfte. Kannst dir kurz Dönerbox holen und essen und dann bist du voll. Du vergisst die So wie Dönerbox. Ulais auch. Du vergisst die Dönerbox, kannst du noch neu ausscheiden. Und Auto ist immer noch nicht voll getankt. Oha. Shit. Boah, irgendwie noch gekriegt. Wird sich sogar aufgeholt. War gar nicht mal so langsam. Ah, ich muss sagen, das waren die ersten 8 Runden, die mir bis jetzt am meisten Spaß gemacht haben in der Opus. So, also irgendwie machen meine Reifen nicht mehr ganz so mit. Deswegen heißt das jetzt Box für mich. Runde 11 schon, ne? Also wenn ich noch eine Runde fahren würde, würde mein Auto komplett, weil wäre rechte Seite komplett weg. Oh Scheiße, jetzt schon. Shit, 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 shit. Mann, ist die Box kurz. Boah. Okay, ungefähr Hälfte tanken. Passt. Müssen danach eigentlich die Mediums halten. 2 Runden weniger sind 15, nochmal 2 Runden, 17 Runden ungefähr. Schaffen so locker. Darf ich daran erinnern, dass meine Ja, ich weiß. Softs nach 11 Runden zerflattert sind?
Undercut, easy. Shit. Was denn? Jetzt habe ich denen auch noch geholfen. Na nichts, jemand. Also ich bin auf der Außenseite gewesen, auf der Innenseite. Er ist ein Stück vor mich gekommen, ist direkt nach außen geschoben und dann bin ich halt leicht in ihn reingebumpt, obwohl ich über den, also viel mehr Speed hatte als er. Hat ihn da auch noch gepusht praktisch, dass er schneller wegkommt.
Helfen lassen ganz schön nach. Ja, wohl. Ein bisschen übertrieben. Wie viele Runden musst du noch fahren mit dem Reifensatz? Na, Oh, acht. mein nächster Verfolger ist auch rausgeflogen. Sorry. Also mindestens noch sechs. Wie viele Runden bist du schon gefahren? 10 oder was? Ich bin jetzt in der 10. Ja, also 16 Runden musst du mit dem Satz schon fahren. Na, ich bin ja Runde 8 in die Box. Bin jetzt Runde 19. Ja, also musst du halt 16 Runden mit dem Reifen fahren können. Oder nicht? Nee, musst du gar nicht. Ach, du machst das schon. Ich bin halt irgendwie zu müde, um das auf die Schnelle auszurechnen, sorry. Alles gut, noch passt das. Meine Reifenschreinbox. Ich glaube, 17 Runden reichen jetzt. Welche Interessenten hier? 25. Also habt ihr noch? Ja. Ich habe jetzt eigentlich so sehr noch zu viel getankt. Das kann so schnell passieren mit diesen Lobby-Einstellungen. Ja, unfassbar. Also ich komme Vollgas den Berg hoch. Mediums.
Oha, noch einer raus. Ah, der letzte ist gequittet oder was? Uncool, ja. Ja, ich werde die und noch eine fahren, dann werde ich in die Box. Wie viele Minuten habt ihr noch übrig? 23. Okay, ja, easy, kriegst du locker hin dann. Jetzt hoffst du es durchzuziehen. Vorne rechts habe ich nur noch ein Viertel. Ja, geh auch die Runde an die Box. Die Zeiten sind noch okay. Ja, yeah, ich meine nur, wenn du jetzt an die Box gehst, wird dein Reifen nicht abgenutzt werden danach, als er jetzt ist. Ne, ich werde jetzt aber nur eine Runde fahren. Ich bin nur eine halbe Sekunde langsamer als meine schnellste Runde. Ja, das geht dann nur recht schnell ab dem Zeitpunkt. Ja, deswegen sage ich, eine Runde will ich noch fahren. Dann bin ich genau ungefähr bei 20 Minuten. 20 Minuten durch, also eins. Du wirst nicht mal mehr 15 Runden fahren müssen. Wie viele Minuten meinst du? 23? 22. 22, das müssten 14 Runden sein. Ja, tag ich für 15. Also ich komme, bei mir zeigt es an, mit 15 Runden komme ich 24 Minuten an der App da. Naja, ich baller ja ein bisschen mehr. Ich habe ja mehr Spritverbrauch. Die Rundenzeit und die Rundenzahl ist das, was ich das bezogen ist. Nicht auf die Spritprozentzahl. Dass ich weniger verbrauche wie du, weiß ich. Also es ist damit nicht drauf bezogen. Also 15. Das ist nur wie lange mit wie vielen Runden Sprit man weiterkommt. Also wenn du ganz sicher gehen willst, tank 15. Na, ich tank 14. Wir sind bei 21 Minuten. Ehe ich raus bin, sind wir bei 20. Na, dann ist ja gut. Ah.
taugt mir echt, der ist auf einer 1 doch. Ich würde ja lachen. Also abgenutzte Mediums, Fullspeed den Berg hoch. Mit ansatzweise abgenutzten Reifen geht noch alles Fullspeed. Also das Problem hatte ich gar nicht tatsächlich. Oh meine Fresse, das Überholmanöver, geil. Den Ausgang nicht verkackt, wäre die Runde richtig gut geworden. So, warum lenkt er sich jetzt so schwer? Verstehe ich jetzt gar nicht mal. Ich bin glaube ich schon mal ziemlich, ziemlich sicher Siebter. Also ich habe acht, glaube ich, den 8, 9, 8 und den 7. direkt vor mir. Na dann, push, push. Vielleicht ist der siebte gar nicht mehr so sicher. Ich habe gerade massiv schnell aufgeholt. Ich glaube, der hatte vorhin seinen Medium-Stand hinter sich.
Okay. Ja, ich werde dann, glaube ich, mal Achter. Muss ich hier gerade eine Scheiße zusammenfahren, das kannst du keinem verkaufen. Ach Mann, hätte ich die Scheiße nicht gebaut, dann wäre ich sie wahrscheinlich hinter mir halten können. Naja. Just out here. Was die Karre gerade weggeschmissen. Ey, der Chris sieht mir auf den Nerven, Junge. Komm an dem nicht vorbei.
Ja, die 4 Sekunden hätte ich jetzt gut gebrauchen können, die ich weggeschmissen habe. Fast eine 33er Zeit gefahren. Ja, 34.0001. Na dann. Bin auch schon wieder ein Christ, ne? Das ist dadurch. Bin gerade so viel schneller. Chris, mach doch mal einen Fehler. Ich habe zu viele dumme kleine Fehler.
Da ist der Fehler! Ich muss mich 3 Minuten lang jetzt kurz konzentrieren. Ist mir egal, Chris. Es war alles fair. Du fährst genauso. Beschwer dich nicht. Meine Mediums halten kürzer als deine Weichen. Ich hätte wahrscheinlich Fünfter werden können, wenn ich mich nicht weggedreht habe mit dem Unfall. Aber wir wären ja bestenfalls Siebter drin gewesen. Ich glaube, Achter passt ganz gut. Naja, das sind halt 10 Sekunden, die mir zum Vordermann fehlen. Und das sind genau die, die ich den Unfall verloren habe. Ich habe jetzt noch. Ich muss noch die Runde zu Ende fahren und habe noch 1,5 Sekunden Vorsprung. Und ich verliere fast 2 auf eine Runde und habe mir fast noch einen Schaden eingefahren. Also, ich habe hier gerade noch richtig Fett Party. Ich bin an Chris vorbei, ich baue gerade gegen Chris über auf. Kannst du kurz ruhig? Entschuldigung. Ich muss wirklich eine Sekunde, eine Minute noch und ich muss eine Sekunde verteidigen. Es ist fucking schwer, weil mein Reifen am Arsch ist. Nein, nein, nein! Nein, noch so, ich kann es wieder reden. Ja, es ist eh zu spät. Hab nur eine Lichthufung von hinten bekommen. Ich hab mir gerade wieder einen Schaden eingefahren. Ja, ich ist Chris vorbei. Die ist einfach diese letzte verschissene Schikane, Alter. Die ist so zum Kotzen. Nach einer Stunde weiß ich immer noch nicht vernünftig, wie ich die anfahren soll. Welche Schikane meinst du? Die letzte. Ach so. Na, im vierten reinrollen lassen, dann runterschalten im dritten und dann ist gut. Ja, dann geht die Kiste nach rechts weg teilweise. Ja. Der Mercedes hilft am zweiten durchfahren. Mm.
Mann, ich war an Chris vorbei. Mann, das war so unlucky. Ich hätte das Ding gegen Chris nie wegschmeißen müssen danach. Zumal Chris fand den Überholmanöver von mir nicht gerade fair. Der wollte mir nicht von fair erzählen. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Naja, egal, kann man nicht ändern. Im Großen und Ganzen war es trotzdem ein so starkes Rennen, finde ich. Bin damit eigentlich zufrieden. Ja, doch. Könnte man so sagen. Ja, okay. Die zwei Fehler hätten nicht sein müssen mit den zwei Unfällen. Ne? Also, die mir die beiden Schäden gemacht haben. Eben hat eine 15 Sekunden verloren. Wahrscheinlich hätte ich dann, wäre ich dann Fünfter jetzt. Naja. Vom vorletzten reingegangen. Vier Plätze verbessert. War auf jeden Fall eins der spannendsten Rennen bis jetzt. Hoshi ist eine 33. Ah, die sind echt alle 33er Zeiten gefahren. Hoi, der Witzka. Krass, was das für Maschinen sind, Junge. Also langsam ist sind die alle, ne? Also. Pison gerade so nicht überrundet. Wiederholung ist gespeichert, ne? Ja. Achso, Stream ausmachen.